Hallo zusammen, ich bin der Samuel von der Camperfabrik und heute zeigen wir euch einen Ausbau von einem Citroën Jumper L3H2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Zuerst schauen wir zusammen die Küche an. Beim Spülbecken haben wir uns für einen Kunststein, das ist ein Hymax Spülbecken, entschieden. Das eignet sich sehr gut mit den Eichenablagen, das sieht optisch auch sehr schön aus. Es ist sehr geräumig, es hat ein Ventil, um auf und zu machen, damit man das Wasser auch stauen kann. Wir haben unten drei Kanister. Einmal haben wir 20 Liter Abwasser und zweimal 20 Liter Frischwasser. Zusätzlich haben wir eine Außendusche. Beides funktioniert über eine Tauchpumpe, welche in den Kanistern eingebaut ist. Das Wasser oben kann man gut via Hahn bedienen und eben wie gesagt abschließen. Die Außendusche kann hier eingekoppelt werden. Praktisch genutzt werden, auch mal um ein Bike oder ähnliches abspritzen zu können. Im hinteren Bereich der Küche haben wir den 2-Flammen-Gaskocher verbaut. Es ist mit einer fixen Gasinstallation eingerichtet und wir nehmen in der Regel die Gasflaschen von Campinggas. Es ist optisch ein sehr schönes Kochfeld und auch praktisch, um damit arbeiten zu können. Neben weiterem Stauraum unter der Küchenablage befindet sich hier in der Ecke der Gaskasten und im Nischenbereich haben wir die ganze Technik verbaut mit einer 150 Amperestunde Lithiumbatterie, welche autarkes Campen gut möglich macht. Zusätzlich haben wir auf dem Dach 240 Watt Solar. Auch das hilft natürlich, wenn man autark stehen möchte. Der Kühlschrank von Dometic ist ein CRX80 mit geräumigem Volumen. Auch praktisch für diese Größe Camper, da kann man gut und genügend Material verstauen. Hier auch noch das Gefrierfach, welches demontabel ist. Das kann man rausnehmen und dann hätte man einfach einen größeren Kühlschrank. Oben die Besteckschublade. Auch hier, da ist alles sauber aufgeräumt. Zu den Fenstern. Wir haben einmal im hinteren Bereich ein Standard S4 mit den Dimensionen 90x40 eingebaut. Auch hier wunderschön die Verdunkelung, die man raufziehen kann, oder das Moskitonetz, welches man einsetzen kann. Auch bei leichtem Regen kann man das Fenster gut ausstellen und man kann lüften, ohne dass es nass wird im Fahrzeug. Als Kombination haben wir hier ein Dachfenster eingebaut. Das ist ein Mini-Hecki mit den Maßen 40x40. Auch hier, das kann aufgestellt werden in verschiedenen Positionen. Hat sich sehr bewährt. Regelmäßig ein, ebenfalls mit Moskitonetz, damit das Lüften praktisch bleibt. Und natürlich auch die Verdunkelung, die direkt integriert ist. Für das angenehme Ambiente sind 6 Einbauspots verbaut, somit hat man genügend Licht, es ist nicht so hell, aber man kann trotzdem gut arbeiten. Zwei Oberbauschränke ermöglichen es weiteres Küchenmaterial zu verstauen oder auch Vorräte und so hat man über Kopf genügend Platz dafür. Im Wohn- und Essbereich haben wir eine Zweiersitzbank auf der Seite und einen Einersitz auf dieser Seite eingebaut. Das Fahrzeug hat vorne 3 Sitzplätze und wie ihr schon gesehen habt, ist das Konzept so gehalten, dass die Trennwand beim Fahrzeug die wurde beibehalten.
So hat man die Möglichkeit, wohnen und campen oder campen und fahren, besser gesagt, zu trennen. Wie gesagt, 3 Sitzplätze, also braucht man auch hier sinnvollerweise 2 bis 3 Sitzplätze. Unter dem Sitz hier ist noch das Schubfach verstaut, auch hier wieder geräumig Platz. Das Gute ist, man kommt von innen vom Fahrzeug wie auch von der Außenseite ohne Probleme dazu. Auf dieser Seite befindet sich unter der Bank im untersten Bereich die Standheizung. Zwischendrin hat es noch ein Staufach, welches ich euch gerne zeige. Und zwar hat es hier unten nochmal Platz ausgenutzt und weiter unten ist dann noch die Standheizung gebaut. Der Esstisch ist auf Schwerlastauszügen eingebaut, welche man hier rausziehen kann. Diese arretieren auch wieder im ganz ausgezogenen Zustand. Und das würde ich sagen, ist eine geräumige Tischplatte, um essen zu können. Im unteren Bereich haben wir hier nochmals Stauraum eingebaut und hier versteckt sich die Trockentrenntoilette. Und zwar ist es ein Kildwick Mini-Lo und hat schön in der Schublade Platz. Es ist auch hier so, dass die Schublade abgestützt ist und man durch das, dass die Toilette hier so benutzen kann, selbstverständlich kann man sie auch hinausheben und im Freien benutzen, wenn einem das lieber ist. Ich würde mal sagen, so ist das eine saubere Sache. Ein großzügiger Kleiderschrank ermöglicht es, das Verstauen von allen Kleidern. Auch hier haben wir wieder alles ausgenutzt. Oben ist es etwas angeschrägt, unten ist es gerade. So hat man sicher genügend Platz für alle Kleider. Auch hier noch ein etwas höheres Fach. Da kommt alles mit, was man fürs Campen benötigt. Auf der Seite von der Küche sind noch die Techniksachen verbaut, um einen Lichtschalter hier und für im hinteren Bereich auf dieser Seite, so kann man bequem, wenn man bereits im Bett liegt, auch das Licht ein- und ausschalten. Es hat auch hier noch eine Doppel-USB-Steckdose für Handyladung etc. in der Nacht. Ebenfalls hier haben wir einen 12-Volt-Ausgang, nochmal einen Doppel-USB-Port, das Bedienpanel für die Standheizung. Das ist bereits das neue Comfort Control Bedienpanel von Autotherm, welches wir hier eingebaut haben. Das sind wirkliche Verbesserungen zum Vorgängermodell, dem PU27. Dann ist die Solaranzeige verbaut und hier haben wir 2 Steckdosen. Die eine Steckdose mit den 3 Ausgängen ist für, wenn man am Landstrom angeschlossen ist, kann man hier direkt Strom beziehen. Die Doppelsteckdose ist für den Inverter, der eingebaut ist im Fahrzeug, welcher 2000 Watt leistet. Hier könnte man Kaffeemaschine, Föhn oder weiteres anschließen. Beim Bett haben wir eine 10 cm dicke Matratze verwendet. Es befindet sich ein Lattenrost unter der Decke. Das Bett ist 1,40 breit mal knapp 1,90 in der Länge. Also für die mittelgroßen Leute unter uns geht das tiptop, um zu schlafen in der Breite. Die Täferdecke haben wir in diesem Fall bis auf mittlere Höhe runtergezogen, natürlich auch hier, damit man unten den Platz voll ausnutzen kann und oben als Verkleidung. In der Garage ist ebenfalls noch einmal viel Stauraum vorhanden, es hat hier keine Schwerlastauszüge oder irgendwas, aber trotzdem der ganze Stauraum kann gut genutzt werden. Man hat die Möglichkeit, entweder Velos oder auch auf der anderen Seite weiteres Material zu verstauen. Man könnte das noch ergänzen mit Rakoboxen oder weiteren Sachen.
auch schon wieder von dieser Roomtour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!